Die Haut ist das größte Organ des Menschen und sehr empfindlich. Die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt immer weiter an. Besonders an Stellen, die viel UV-Strahlung in der Sonne oder in Sonnenstudios ausgesetzt sind, können Tumore entstehen. Diese bösartigen Muttermale müssen rechtzeitig erkannt und entfernt werden, um der Entstehung des schwarzen Hautkrebs, der am häufigsten tödlich verlaufenden Hautkrankheit, vorzubeugen. Der Kasseler Dermatologe Dr. Thomas Meyer erklärt die mit bloßem Auge kaum sichtbaren Auffälligkeiten. Hier sehen wir das Muttermal, was raus soll. Es fällt dadurch auf, dass es nicht gleichmäßig rund ist. Ein Kriterium. Es ist nicht gleichmäßig braun. Hier oben haben wir dunklere Anteile und in diesem Bereich haben wir hellere Anteile. Die Pigmentierung, also die Pigmentstruktur, ist hier in der Mitte unterbrochen. Und das sind für uns Zeichen, dass in diesem Muttermal Aktivität ist. Dass, wir nennen das Dysplasie, das Muttermal verändert sich oder es will sich verändern, es hat sich verändern. Und solche Muttermale sollen prophylaktisch exzidiert und entfernt werden. Die Haut der Patientin wird anschließend desinfiziert und örtlich betäubt. Das ist ein ganz kleiner Pieks, der von der Patientin so gut wie nicht gemerkt wird. Jetzt wölbt sich das Gewebe so ein bisschen nach vorne. Das ist normal, weil ich spritze da ja was rein. Kurze Zeit später beginnt die Operation. Dr. Meyer entfernt das Muttermal und einen Teil der darum liegenden Haut mit einem Skalpell. Dabei schneidet er tief in die Haut bis zur Fettschicht, um auch die tief sitzenden Pigmentzellen sorgfältig zu entfernen. Dann wird die Wunde genäht und mit speziellen Klebestreifen verschlossen, damit die obere Hautschicht gut zusammenwächst und die Narbe möglichst klein bleibt. Nach etwa 14 Tagen ist die Wunde der Operation vollständig verheilt. Schmerzhaft war der Eingriff laut Patientin Ella Conradi nicht. Ich habe nichts gemerkt, war alles gut. So, als ob nichts gewesen wäre. Hat also die Betäubung funktioniert? Super. Ich habe auch nicht den Einstich gemerkt. Das herausoperierte Gewebe wird schließlich von einem Histologen auf gefährliche Zellen geprüft. Das Ergebnis erhält Dr. Meyer nach wenigen Tagen schriftlich.